Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten, deshalb dachte ich mir, ich zeige euch mal ein paar Geschenkideen für Fahrradfahrer. Für alle Radfahrer, die auch bei Kälte und Dunkelheit mit dem Rad unterwegs sind, ist es sehr wichtig, von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Die Firma Endura hat eine Bekleidungskollektion speziell für Radfahrer entwickelt. Diese Kollektion trägt den Namen Luminite. Alle Artikel dieser Kollektion sind hochreflektierend und einige haben zusätzlich auch noch ein LED-Licht, wie zum Beispiel diese Regenschutzhaube für Helme. Sie ist rundherum reflektierend, schützt vor Wasser und Wind und hat hinten ein LED-Licht, welches man auch noch in verschiedenen Modi einstellen kann. Das heißt Blinklicht und auch Dauerlicht. Ich schalte das mal eben ein. Hier sieht man, es blinkt also schnell. Jetzt kann man das Blinklicht noch verstellen. Und auch Dauerlicht ist möglich. Diese Schutzhaube gibt es in zwei verschiedenen Größen, in S bis M und L bis XL. Der Preis liegt laut Endura bei 29,99 Euro. Hier ist übrigens auch eine ganz normale Computerbatterie eingebaut, wenn das Licht mal nicht mehr geht. Eine CR2032 findet man überall, lässt sich also leicht austauschen, damit man wieder Licht hat. Dies ist also meine erste Empfehlung. Nummer 2 kommt jetzt. Auch von Endura kommt diese Jacke hier. Sie gehört zwar nicht zur Luminite-Serie, hat aber auch Reflektoren, die man hier sehen kann. Oben am Rücken sind auch Reflektoren. Und unten ist eine Stautasche mit Reißverschluss und reflektierendem Logo. Und mit dem Unterarmreißverschluss sorgt man für Belüftung. Sie ist wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Sie hat eine Brusttasche und auch eine Rückentasche. Ich benutze diese Jacke selbst und bin damit sehr zufrieden. Sie ist ideal für die meiste Zeit im Jahr. Im Winter sollte man aber unbedingt eine wärmende Schicht darunter tragen, wie zum Beispiel eine Fließjacke. Aber es kommt natürlich immer darauf an, wie kalt es gerade ist. Sie kostet 89,99 Euro und ist meine Empfehlung Nummer 2. Außerdem gibt es diese Jacke natürlich noch in anderen Farben, wie zum Beispiel diese, Farbe Nummer 2. Für alle, die lieber schwarz tragen, man sieht, schwarz ist auch dabei. Reflektoren sind hier auch deutlich zu sehen. Brusttasche etwas in Blau abgesetzt. Im Inneren der Jacke ist eine Fütterung aus Maschengewebe, welches die Feuchtigkeit schnell vom Körper abtransportiert. Meine dritte Empfehlung ist ein Leuchtenset von AXA. Der Scheinwerfer hat einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, den man über ein USB-Kabel laden kann. Hier hinten ist die Ladebuchse. Er verfügt über zwei Stufen. In der ersten Stufe hat man die vollen 30 Lux zur Verfügung. In der zweiten Stufe, wenn man nochmal den Einschalter drückt, schaltet die Lampe um auf 15 Lux. Drückt man nochmal, ist der Scheinwerfer wieder aus. Der Halter des Scheinwerfers wird über ein starkes Gummiband am Lenker befestigt. Man zieht es einfach über den Lenker und hakt es hier ein. Der Scheinwerfer ist auch abnehmbar vom Lenker. Man kann ihn einfach hier über diesen Hebel nach vorne ziehen und abnehmen. Und natürlich auch so wieder einsetzen. Außerdem ist der Scheinwerfer, wenn er am Halter befestigt ist, auch verdrehbar, so dass man die Richtung immer genau einstellen kann, damit der Scheinwerfer auch wirklich nach vorne leuchtet. Das Rücklicht hat auch einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der ebenfalls über ein USB-Kabel aufgeladen werden kann. So sieht das ganze Set dann aus. Ich habe hier jetzt gerade den Scheinwerfer rausgenommen. Dieses Set kostet 49,95 Euro. Zwei USB-Kabel gehören übrigens auch mit zum Set. Schaltet man das Rücklicht ein, leuchtet eine LED. Machen wir mal eben. Drückt man nochmal den Einschaltknopf, leuchtet auch die zweite LED.
So kann man selbst entscheiden, ob man die volle Leistung braucht oder ob man Energie sparen will. Diese Artikel kann man bei mir im Laden kaufen oder per E-Mail bestellen. Zusätzlich findet ihr aber auch den Link einiger Artikel unten in der Beschreibung. Im nächsten Video geht es um ein ganz besonderes E-Bike. Dann werde ich nämlich ein E-Bike mit der elektronischen Roloff E14-Schaltung testen. So, das waren meine Empfehlungen oder meine Ideen für Weihnachtsgeschenke für Fahrradfahrer. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Habt ihr noch Fragen dazu, schreibt mir gerne alles in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall antworten. Falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch jetzt schon mal frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Und sonst sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao.